Pete, es ist schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du Zeit für ein Interview gefunden hast. Du bist der Gründer von der 24/7-Gebetsbewegung. Du leitest eine Kirche in der Nähe von London. Du sprichst an vielen Konferenzen. Und du schreibst auch Bücher. Wir haben die deutsche Ausgabe von deinem neuesten Buch Dirty Glory hier. Ja, ich freue mich riesig. Es hat denselben Titel in Deutsch wie in Englisch. Dirty Glory. Mir gefällt der Titel. Er ist jedoch etwas speziell. Kannst du uns mehr darüber sagen? Das Buch trägt den Namen Dirty Glory, weil ich den Sänger und Songwriter Johnny Cash liebe und es sich anfühlt wie ein Johnny Cash-Song. Zum anderen denke ich, dass die Evangelien davon handeln, dass Gottes Herrlichkeit beschmutzt wird. Dies ist die eigentliche Geschichte von Weihnachten und es ist die Geschichte von Ostern. Wie Jesus mit den Armen Zeit verbringt, davon, wie er Aussätzige berührt. Sie handelt davon, wie Jesus bei den Armen sitzt oder bei den Sündern. Das Evangelium handelt auch von chaotischen Menschen wie uns, die trotzdem von der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Die Bibel spricht davon, wie eines Tages die ganze Erde mit seiner Ehre erfüllt wird. Religiöse Menschen haben lieber die Ehre auf der einen Seite und den Schmutz auf der anderen. Sie sagen, wir sind nicht schmutzig, aber wir sind alle Sünder, wir sind alle schmutzig, doch gleichzeitig sind wir auch erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. In Kolosser 1,27 steht, Christus in euch. Dies ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Es ist relativ einfach, die Herrlichkeit Gottes zu finden beim Anblick dieser wunderbaren Schweizer Berge da draußen, aber viele von uns finden Gottes Herrlichkeit eben auch in Beziehungen. Und mein Buch spricht davon, rauszugehen, auch an die wirklich finsteren Orte in dieser Welt, um zu sehen, dass Gott auch da zu finden ist. Als ich mit 24/7 in Ibiza gedient habe, dachte ich zuerst, oh je, wo soll ich Gott finden in diesem dunklen und schmutzigen Ort, wo die Menschen dauernd auf Drogen und betrunken sind. Doch es war eine so intensive Zeit, wo ich die Herrlichkeit Gottes erleben durfte und wie er gerade in diesen Situationen gewirkt hat. Kannst du uns eine Erfahrung nennen, in der du die Herrlichkeit Gottes gerade im Schmutz auf wundersame Art erlebt hast? Das ist interessant, dass du Ibiza erwähnst. Lass uns über Ibiza sprechen. Wir gingen zum ersten Mal dahin, weil die britische Presse einmal schrieb, Ibiza sei wie Sodom und Gomorra. Diese bekannten biblischen Orte, die zerstört wurden wegen ihren schrecklichen Sünden. Und so dachte ich mir, wäre das nicht fantastisch, Gottes Herrlichkeit auch in Sodom und Gomorra oder eben in Ibiza zu finden? Und dann hat Gott uns auf unglaubliche Art und Weise die Türen in Ibiza aufgemacht. Wir gründeten einen Ambulanzservice, wir boten Gespräche an für gestrandete Menschen und wir machten Seelsorge bei Prostituierten. Wir arbeiteten mit diesen Menschen, die endlose Partys feiern oder sich in Clubs rumtreiben. Wir waren mittendrin. In all diesen Umständen haben wir die Herrlichkeit Gottes erlebt oder eben auch die Gebrochenheit der Menschen, also beides zusammen. Brian rief mich eines Tages an und sagte, hier ist eine Frau, sie ist eine Prostituierte. Ich meine, sie war nicht nur eine Prostituierte, nein, sie ist es auch noch heute. Sie glaubt an Jesus und sie würde gerne am Sonntag mithelfen im Lobpreis im Gebetsraum. Und sie lässt fragen, ob das okay sei. Ich antwortete ihr, ich weiß nicht, ob das okay ist, aber ich denke, es klingt nach einem guten Problem. Dies war also der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes und diese gefallene Welt aufeinandertreffen. 24/7 ist nicht nur eine Gebetsbewegung, sondern auch eine Bewegung von sozialer Gerechtigkeit und Mission. Warum ist Gebet so stark mit diesen beiden verknüpft? Im Gebet geht es um die Anwesenheit Gottes. Im Grunde habe ich es gar nicht so mit Gebet. Es geht mir nicht um Gebet, sondern um Jesus. Und darum spreche ich mit ihm. Ich habe nicht so viel zu tun mit Mission. Es geht mir um Jesus. Darum erzähle ich den Menschen von ihm. Und es geht mir auch nicht um Gerechtigkeit. Es geht mir um Jesus. Und ich finde ihn bei den Ärmsten. Und da es mir um Jesus geht, bin ich im Gebet. Darum predige ich das Evangelium und kümmere mich um die Armen. Denn es ist verrückt, wenn wir Gerechtigkeit auf der einen Seite haben, Gebet auf dieser Seite, aber Mission auf der anderen Seite. Viele Menschen versuchen irgendwie zu evangelisieren, aber dennoch ist keine Kraft in dem, was sie tun, denn sie beten nicht. Dann gibt es Leute, die beten zwar die ganze Zeit, aber sie sprechen nicht mit ihren Mitmenschen. Was soll das? Das ist verrückt, das ist egoistisch. Und dann gibt es diese verrückten Aktivisten für Gerechtigkeit. Sie kämpfen gegen Menschenhandel und machen alle diese coolen Dinge, aber sie haben das Warum verloren.
Denn wenn es gar kein Warum gibt, wenn es keinen Gott geben würde, wenn es da nicht etwas mehr geben würde als nur Humanität, wofür sollte man das dann alles tun? Aus welchem Grund kümmern wir uns denn überhaupt um die Armen? Darwin sagt, die Armut sollte man einfach ausradieren. Dies ist die Botschaft des Darwinismus. Aber das Evangelium spricht davon, dass wir eine gute Botschaft haben für die Armen. Und deshalb müssen Gebet, Mission und Gerechtigkeit Hand in Hand gehen. Was ich sehr mag, ist deine poetische Sprache und deine Gedichte über oder für Jesus. Sie reflektieren deine enge Beziehung zu Gott. Wie würdest du deine Beziehung zu Jesus beschreiben? Es gab eine Zeit, als ich das Christentum loswerden wollte. Ich wollte Atheist werden, aber ich machte eine frustrierende Entdeckung. Ich fand heraus, dass ich noch ein schlechterer Atheist bin als ein Christ. Ich bin nicht so gut als Christ, aber ich bin noch viel schlechter als Atheist. Ich sprach ständig mit Gott, den es doch eigentlich gar nicht hätte geben sollen, und dachte, mit wem spreche ich da überhaupt? Meine Beziehung zu Gott ist wie die Luft zum Atmen. Er ist immer bei mir. Er gibt meinem Leben Hoffnung und Bestimmung. Ich denke, die Hoffnung ist der Schlüssel meiner Beziehung zu Gott. Es gibt andere Wege zu leben, aber bei Jesus finde ich immer Hoffnung. Sogar mit einer schrecklichen Krankheit hätte ich immer noch Hoffnung. Es ist eine gute Nachricht, Jesus zu kennen. Er vergibt mir, wenn ich versage. Er hat eine Berufung für mein Leben. Er verwandelt Schlechtes in Gutes. Jesus kann Judo. Wenn schlimme Dinge auf mich zukommen, dann wirft er sie herum und macht etwas Gutes daraus. So steht es im Römerbrief 8,28. Es ist wunderbar, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Du hast ein ziemlich umtriebiges Leben. Und ich bin sicher, dein Gebetsleben hat sich über die Jahre verändert. Wie sieht es jetzt aus? Kannst du uns einen Ratschlag geben oder wie wir beten sollen? Das, was ich immer über das Gebet sage, ist, halte es einfach, sei echt und bleib dran. Manche Menschen machen es so kompliziert. Jesus spricht vom Vater im Himmel. Jesus sagt, du sprichst mit deinem Vater im Himmel. Dein Gebetsleben ist am besten nicht, wenn du nicht nur für die großen Dinge betest, sondern wenn du für die kleinen Dinge in deinem Leben betest und nicht damit aufhörst, dafür aber kontinuierlich. Sage Gott, hey, das ist ein wunderschöner Berg, danke für diesen Kaffee, habe es wirklich einfach und sei ehrlich. Die Bibel ist viel ehrlicher als die Kirche. Etwa 50% aller Psalmen sind voller Klagen. Sie klingen eher wie eine verzerrte Bluesgitarre, nicht wie ein hübscher Folksong. Sie sind voll von der Frage, warum? Und dann gehen wir in die Kirche und da sind immer alle glücklich und alles ist perfekt. Die Bibel macht echt einen miesen PR-Job, wenn es um die Jünger von Jesus geht. Sei ehrlich vor Gott. Sei ehrlich, wenn du enttäuscht oder frustriert bist. Das Wort Israel bedeutet Mühsal. So wurden wir in einen Kampf hineingetauft. Nicht auf einen Liegestuhl in der Sonne. Darum halte dein Gebet einfach, sei echt und bleib dran. Wie Dominosteine sollen wir die Gebete aneinander reihen und eines Tages wird das Wunder geschehen. Jesus sagt, höre nicht zu früh auf zu beten, bleib dran und dann wird sich auch etwas bewegen. Du glaubst also wirklich an die Kraft des Gebets? Ich glaube an 24-7-Gebete. Der Schlüssel vom 24-7 ist nicht einfach ein Raum, wo du hingehst. Du bist das 24-7-Gebet. Du bist ein wandelnder Gebetsraum, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn du zur Arbeit gehst oder deine Familie triffst oder dich an einem wirklich verkommenen Ort aufhältst, dann trägst du die Herrlichkeit Gottes mit dir. Wer soll dein Buch lesen? Für wen ist es gedacht? Das Buch hilft dir dabei, deinen Hunger nach Gebet wiederzufinden und deine Beziehung zu Gott zu stärken. Du findest viele abenteuerliche Geschichten darin. Es ist nicht langweilig. Wir erhalten Rückmeldungen aus der ganzen Welt.
Menschen finden zurück zu Jesus und ihre Leidenschaft für das Gebet. Du findest darin auch praktische Lehre über das Haus des Gebets. Es ist eine der wichtigsten Botschaften von Jesus überhaupt. Diese Botschaft wurde oft von der Kirche falsch vermittelt. Ich will mit diesem Buch auch klare biblische Lehre vom Gebet vermitteln. Es geht um echte Mission, Gerechtigkeit und Freude. Wenn du eine neue Leidenschaft und Ermutigung für dein Leben suchst, diese Wundergeschichten werden dir dabei helfen. Ich habe bereits ein Buch geschrieben über unbeantwortete Gebete. Nun wollte ich ein Buch über Wunder schreiben. Denn ich bin nicht Christ geworden, weil Gebet nicht funktioniert, sondern weil es eben funktioniert. Jesus lebt und er beantwortet auch dein Gebet. Seine Gemeinde wächst, sein Königreich wird immer größer. Also nimm dein Surfbrett und sei bereit für die nächste Welle. Vielen Dank, Pete. My pleasure. Thanks for having me. Gott segne dich.